Das Bahnbetriebswerk Lobenstein. Hier waren immer nur Dampflokomotiven zu Hause. Maschinen, die für die Strecken in Thüringen typisch waren. Mit nur wenigen Lokomotiven war Lobenstein eine relativ unbedeutende Dienststelle. Die beiden Nebenbahnen hatten ein eher beschauliches Zugangebot. Nach der Umwandlung der eigenständigen Dienststelle Lobenstein in eine Einsatzstelle von Saalfeld hatte der Güterverkehr auf der über 60 Kilometer langen Linie Triptis-Ziegenrück-Lobenstein-Blankenstein zugenommen, während er auf der Linie Saalfeld-Wurzbach-Lobenstein gleich geblieben war. Auch die Wende brachte für den Güterverkehr von Triptis keine großen Veränderungen. Auf der Wurzbacher Schiene dagegen kam er zum Erliegen. Bis 1994 blieb das Angebot im Personenverkehr auf beiden Strecken erhalten, obwohl die Züge mitunter schwach besetzt liefen. So stellte sich im März und im Oktober 1993 das Umfeld zweier Plandampfveranstaltungen der Sächsischen Eisenbahngesellschaft dar, bei denen der Dampf in das BW Lobenstein zurückgeholt wurde. In diesen Tagen war eine ganze Palette an Dampflokbaureihen vor den Zügen von und nach Lobenstein zu sehen. Von der Neubau-Tenderlok 6510 über Altbau und Reko 5086, der preußischen P8 Baureihe 38, bis hin zur prominentesten Lok, der preußischen G12 Baureihe 58, wird dieser Film berichten. Den Anfang macht 6510-49, die Traditionslok der Deutschen Reichsbahn, mit einem Personenzug, der am Morgen Lobenstein Richtung Süden verlässt. Kurze Zeit später fährt aus dem Bahnhof nun ein Güterzug mit 50-36-16, die am Bahnbetriebswerk Lobenstein weiteren Dampfloks begegnet. 38-11-82 und 50-849. Sechsunddreißig-16 bringt den Güterzug nach Triptis. Knapp 5 Kilometer geht es bergauf, ehe bei Ebersdorf der Scheitelpunkt der Strecke mit 555 Meter über Normalnull überschritten wird. Die Kreisstadt Lobenstein ist Moorbad und liegt nur 4 Kilometer von den Ausläufern des Saale-Stausees entfernt, am Nordrand des Frankenwaldes, der einst von der Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten durchschnitten wurde. Weiter nach Norden folgt das Thüringer Schiefergebirge, das für die Strecken aufwendige Linienführungen erforderlich macht.